zusammen, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mich eine längere Zeit nicht irgendwie auf den Social-Media-Kanälen gemeldet oder auch irgendwie gevloggt. Denn wie die meisten auch, bin auch ich erkältet. Es geht mir schon besser, habe keine Halsschmerzen mehr, habe keine Ohrenschmerzen mehr, Kopfschmerzen nur noch leicht und ab und zu. Aber man hört es wahrscheinlich, meine Nase ist halt noch total verschnupft und ja, noch leichten Husten. Aber wie gesagt, ich bin auf dem Weg der Besserung. Und ja, draußen ist es momentan mega kalt. Wir haben hier minus, extrem Minusgrade. Aber die Sonne scheint und es ist so mega warm hier. Ich habe ja in meinem Wohnzimmer, wie die meisten wissen, keine Gardinen. Und die Sonne knallt hier rein, weil das Südseite ist. Und es ist hier so mega warm. Und ich habe hier noch meinen kuscheligen Onesie an, wenn man das sieht. Ich finde den so cool. Den habe ich mal vor ein paar Wochen beim Lidl gekauft für nur 15 Euro. Ich habe mir direkt zwei mitgenommen, weil ich einfach so cool finde. Verschiedenen Designs und der hat auch in der Kapuze so ein Teddyfell, genauso wie hier am Arm. Ich finde den mega kuschelig, aber er ist halt voll warm. Genau, ich habe heute die Schnauze voll von daheim rumsitzen, wie weil ich die ganzen letzten Tage immer daheim war, weil ich ans Bett gefesselt war, so gesehen, naja, so extrem war es jetzt nicht, aber ja, ich möchte einfach mal raus und muss auch ein paar Sachen erledigen, ich muss unbedingt zur Post und da wollte ich auch noch mein Auto waschen, das muss unbedingt mal in die Waschstraße und jetzt ruft mein Freund an, weil er Feierabend hat, deswegen werde ich mal kurz mit ihm telefonieren und dann melde ich mich gleich wieder. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht und bin jetzt losgefahren, die Sonne scheint immer noch so schön. Es ist verdammt kalt. Wir haben minus 3. Und ich friere mir alles ab. Aber nun gut. Ich werde mich jetzt auf dem Weg zur Bank erstmal machen, dann zur Post. Und dann wollte ich auf jeden Fall nochmal in die Waschstraße fahren. Und ja, eigentlich hatte ich noch vor, irgendwie so bummeln zu fahren. Ach, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich jetzt doch keine Lust. Weiß ich nicht, mal schauen, was ich noch so machen werde. Und dann wollte ich euch später auf jeden Fall noch die Deko zeigen, die ich so neu habe. Und ja, einfach nur mal so. Ja. Meine Einkäufe, Deko, Einrichtungsinterieur, wie so viele sagen. Euch einfach mal zeigen, was ich so neu gekauft habe. Und mal gucken, ob ich das auch dann direkt so dekorieren werde. Obwohl es so verdammt kalt ist und es ja eigentlich schon Richtung Frühling geht, bin ich ganz Zeit am Überlegen, ob ich schon so frühlingsmäßig, ostermäßig dekorieren soll. Aber irgendwie bei diesen Temperaturen passt das nicht so. Habt ihr schon weihnachtlich dekoriert? Weihnachtlich, ja. Mhm, genau. Habt ihr schon so Frühlings-Oster-Deko schon aufgestellt? Oder wann macht ihr das? Würde mich mal interessieren. Ja, ich konzentriere mich jetzt weiter auf die Straße und dann sehen wir uns auf jeden Fall nachher wieder. Ich bin gerade im Edeka, ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört. Ich habe auch gerade so einen Druck auf den Ohren. Ich habe schon ein bisschen was gefunden, denn ich möchte heute Abend noch kochen. Und jetzt stehe ich hier vor dem Regal. Moment, ich zeige es euch mal so. Und bin überlegen, ob ich mir was Neues an Aufschnitt mal mitnehmen soll. Also ich bin hier gerade vor dem veganen und vegetarischen Regal. Bin mir ein bisschen unentschlossen, ich schaue mal dann. Und dann gucke ich mal, was ich so mitnehme. Und was gibt es bei euch heute zu essen? Ich habe ja eben versucht, im Edeka ein bisschen für euch zu filmen, aber es war mir sowas von unangenehm. Und außerdem hatte ich auch keinen Korb oder sonst was dabei. Ich hatte alles nur auf meinem Arm getragen. Und wie es halt immer so ist, kauft man mehr, als man eigentlich möchte. Und ja, ich stehe jetzt gerade hier auf dem Parkplatz noch und es ist mir auch hier unangenehm. Oh mein Gott, da kommt eine Frau vorbei. Oh, peinlich. Auf jeden Fall dachte ich, ich zeige euch schnell mal, was ich gekauft habe. Ist gar nicht viel geworden. Das ist alles, was ich gekauft habe. Einmal Vollkorntoast, weil ich momentan einfach nicht weiß, was ich frühstücken soll. Das fällt mir irgendwie so schwer. Dann, was ich haben wollte, ist eine Zucchini und zwei Möhren. Die brauche ich für meine Nudelpfanne, die ich nachher machen möchte. Und Paprika. Da habe ich direkt so ein ganzes Set mitgenommen, 3 Stück, die waren relativ günstig. Die waren günstiger als ein Einzelstück und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Eine Gurke, ja, kann man auch immer gebrauchen für einen Salat oder so. Dann habe ich einen Alpro-Joghurt mitgenommen in Pfirsich, weil der im Angebot war. Habe ich auch irgendwie wieder mega Bock drauf. Und noch ein Aufschnitt von Edeka
von einer veganen Serie. Also es ist ein Aufschnitt mit Brokkoli und Karotte. Und Leute, das habe ich schon mehrmals gekauft. Das schmeckt so lecker. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Und das sieht doch so geil aus, oder? Mm, ja. Wie gesagt, wie alle Veganer und Vegetarier können sich das mal anschauen. Ja, dann war ich hier noch beim Bäcker, habe ein paar Brötchen geholt für morgen früh. Das machen wir öfters auch jetzt gerade, weil mein Vater halt was mit auf die Arbeit nimmt. Und dann war ich halt hier eben bei der Post und bei der Bank und dachte ich, komm, wenn du schon da bist, nimmst du direkt hier ein Brötchen mit. Ja, das war's auch. Mehr habe ich nicht gekauft. Na toll. Jetzt ist das Auto von mir weggefahren. Und jetzt haben alle Leute, die aus dem Edeka rausgehen, volle Sicht auf mich. Ich habe auch echt super geparkt. Schräg gegenüber von mir packt auch gerade einer ihren Einkaufswagen aus. Mir ist das so unangenehm. Ich wollte euch eigentlich noch was erzählen, aber wenn jetzt hier so viele Autos langfahren, ist mir das ein bisschen unangenehm. Und zwar wollte ich ja zur Waschstraße, da war ich auch. Allerdings hatte die zu, warum auch immer. Ich habe extra nochmal nach Öffnungszeiten geschaut, die hat eigentlich bis 7 geöffnet. Ja, und ich stehe schön davor, schraube meine Antenne ab und dann hat das Ding zu. Und jetzt, Leute, fahre ich ohne Antenne. Ich habe überlegt, noch in so einer anderen Waschstraße zu fahren. Deswegen habe ich ihn noch nicht angeschraubt. Aber irgendwie habe ich ja keine Lust, jetzt hinzufahren. Es wird nämlich schon dunkel. Wir haben ja schon 18 Uhr. Ich habe auch heute alles ein bisschen später mit dem Vloggen angefangen. Ja. Deswegen werde ich jetzt nach Hause fahren, zu Hause meine Antenne wieder anschrauben und dann was zu essen machen. Ich habe heute nur gefrühstückt. Ich hatte gar nicht so einen Appetit. Beziehungsweise ich habe halt nur gefrühstückt. Was habe ich denn gefrühstückt? Ein Brötchen, ein Käsebrötchen habe ich gegessen. Also ein Brötchen mit Käsebelag, so. Ist ja auch egal. Und einen halben Apfel habe ich heute Mittag gegessen. Ja, und das war's. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Appetit. Aber der Hunger kommt und ich muss was essen. Deswegen fahre ich schnell nach Hause, genug geblabbert. Und vielleicht zeige ich euch nachher, wenn ich gekocht habe. Weil ich denke mal, direkt beim Kochen selber werde ich euch nicht mitnehmen. Also bis später! Ich habe mich jetzt wieder in meinen kuscheligen Onesie geworfen, denn ja, ich laufe zu Hause total ungern in Jeans rum. Hab auch schon gekocht, hab gegessen, hab's direkt verputzt, deswegen konnte ich euch das jetzt nicht zeigen. Aber es ist was übergeblieben und wenn ich morgen vloggen sollte, dann werde ich euch das morgen zeigen. Ist aber nichts Spektakuläres, einfach nur Nudeln mit Gemüse, aber auch voll lecker. Und ja, wie vorhin gesagt, möchte ich euch ja gerne die Sachen zeigen, die ich so neu habe, gerade auch was so ein bisschen Deko betrifft. Und auch ja, habe ich so ein paar neue Sachen gekauft für mein Filofax. Also ich benutze ja für dieses Jahr kein Filofax. Ich habe euch meinen Terminplaner ja mal schon mal gezeigt in einem Vlog. Und ja, neues Jahr, neues Glück. Letztes Jahr habe ich ja nicht so viel Zeit damit verbracht, sage ich mal. Eigentlich nur mal das Nötigste reingeschrieben, aber so Washi-Tape und sowas habe ich irgendwie gar nicht verwendet. Und da war ich halt letztens im Action und im anderen Stores und da habe ich einiges gefunden, was mir gefallen hat. Und ich dachte, ich zeige euch das mal. Dafür drehe ich einmal die Kamera um, weil mein Arm fällt schon ab. So, das sind die Washi-Tapes, die ich neu habe. Also hier das. Ich schwenke einfach nur mal so drüber, damit ihr das so ein bisschen seht. In verschiedenen Größen auch. Hier kommen die Farben nicht ganz so echt drüber. Das ist viel, nicht so ganz knallig orange. Das ist eher so ein gedeckter Ton. Hier das ist auch nicht so orange. Das geht mir ins... Ja, ist halt ein bisschen dunkler. Hier sind viele kleine. Also die alle, die ich euch jetzt gezeigt habe, sind vom Action. Und das hier ist vom Kick. Das fand ich auch super, super schön. Dann habe ich hier noch so ein paar Sachen. Habe ich hier so Stickers. Stickers. Fand ich irgendwie ganz schön. Die sind vom Action. Ja. Und genauso wie hier die. Die sind auch echt schön. Schaut die euch mal an. Und die sind aber echt groß. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, so große Sticker zu kaufen. Aber ich finde die so schön. Ja, manchmal gibt es halt so Seiten, wo man nicht unbedingt so viel zu schreiben hat oder so. Dann kann man ja sowas mal einkleben. Und die waren auch nicht teuer, nur ein paar Cent gekostet. Genau, die sind auch vom Action. Vom... Nee, wo habe ich das her? Vom Teddy. Habe ich mir auch noch das hier mitgenommen. Da ist einfach nur so Happy Birthday. Kann man jetzt gar nicht so gut erkennen. Aber für Geburtstage hatte ich irgendwie nichts. Und es hat nur 1 Euro gekostet. Das habe ich auch vom Teddy. Ist gar nicht eingefallen. Und davon habe ich schon 2 oder 3 Stück. Und das ist halt wie so ein kleines Büchlein. Best Friends. Voll süß eigentlich. Und da sind halt diese Sticky Notes dran. Finde ich super, super schön. Und dann habe ich hier das noch gesehen. Das habe ich vom Kick. Ja, ich muss ja, glaube ich, nicht viel zu sagen. Fand ich irgendwie voll schön, auch nur für 1 Euro. Dachte ich, kann man mitnehmen.
Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder einiges zum Kleben für meinen Terminplaner und ich finde die Sticker so mega schön. So, ich, alte Oma, musste mich mal hinsetzen. Ich wollte euch nämlich die Sachen noch zeigen, die ich noch von Monsieur de Monde habe. Da haben die nämlich auch momentan richtig coole Sachen. Und da habe ich mir einmal diese Wanduhr gekauft. Die finde ich auch super schön und die hat auch nur 10 Euro gekostet. Und die ist in diesem, auch in diesem Kupferton, in diesem Bronzekupfer, was ich hier so in meinem Wohnzimmer habe. An sich ist die Uhr halt total schlicht mit einem weißen Ziffernblatt. Aber ich finde, oder es kommt irgendwie so vor, dass sie noch so einen leichten Rosé-Gold-Einschlag hat. Ja, ich werde die mal auspacken, mir die mal genau anschauen. Ich meine, für 10 Euro kann man nichts falsch machen. Und ich wollte halt eine schlichte Uhr haben, aber ich weiß noch nicht genau, wo ich die hinhängen möchte. Vielleicht an die Wand oder an die andere, muss ich mal schauen. Aber ja, die Uhr habe ich mitgenommen. Dann habe ich noch einen kleinen Bilderrahmen mitgenommen. Der hat hier so ein Muster, das hat 5,99 € gekostet. Und was ich an dem so cool finde, ist, der ist auch mal zum Aufhängen. Oh mein Gott, Leute, ich suche überall kupferfarbene Bilderrahmen, die auch zum Aufhängen sind. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist. Ich wollte ja unbedingt so eine richtig schöne Fotowand in meinem Wohnzimmer machen, aber ich finde einfach keine kupferfarbenen, bronzefarbenen, wie auch immer, Bilderrahmen zum Aufhängen. Immer nur zum Hinstellen. Und kann ja wohl auch nicht sein. Deswegen habe ich den gesehen und ich dachte, ich nehme den direkt mit. Nur einen, aber hey. Wenn ich keinen anderen finde, kann ich das auch einfach immer nur irgendwo dahinstellen. Und dann muss ich mir halt irgendwie andere Bilderrahmen kaufen. Muss ich mir noch was zu überlegen. Und dann das letzte Teil. Das fand ich so mega schön. Packe ich das mal aus. Und zwar ist es diese coole Vase. Schaut ihr euch mal an. So richtig cool. Ja, geometrisch, wie nennt man das denn? Weiß ich gar nicht. Und die hat auch nur 8,99 € gekostet. Ich finde die mega. Alles perfekt für mein Wohnzimmer. Und ich finde, solche Dekoartikel findet man relativ selten, die halt auch nicht so mega billig und einfach aussehen. Und das hat wirklich eine gute Qualität und ich freue mich schon, die dann irgendwo zu platzieren in meinem Wohnzimmer. Ach, und dann war ich noch bei TK Maxx. Und da habe ich auch etwas gefunden. Das finde ich mega cool. Ich war mir erst unsicher, aber meine Freundin war damals dabei und die meinte, hol dir den. Das ist ein, ich kann den ja euch erstmal zeigen, das ist ein Wecker. Aber das ist ein richtig cooler Wecker. Und zwar sieht das so aus. Ist da nicht schön? Ein so ein richtig nostalgischer Wecker. Ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Aber ich finde den cool und der funktioniert auch. Der hat hinten eine Batterie und ja, das Licht funktioniert gar nicht. Vorhin hat es noch funktioniert. Auf jeden Fall gibt es hinten einen Knopf und dann leuchtet der auch. Ja, man kann den auch richtig einstellen, dass er morgens auch bimmelt. Aber für mich geht es einfach eher nur darum, der ist ebenfalls Roségold, einfach nur dekomäßig in mein Wohnzimmer zu platzieren. Ursprünglich kostet der Wecker 36 Euro. Bei TK Maxx gab es den für 17,99 € und dann habe ich den im Sale für 13 Euro bekommen. Ist wie so ein kleiner Wecker wirklich schon doch viel, oder? Ach, was mir gerade einfällt, bei TK Maxx habe ich noch was gekauft. Und zwar, na komm schon her, hier dieses Teil. Das war ebenfalls im Sale von 10, was steht jetzt auf 5. Und das ist so ein Workout-Gerät für daheim halt geholt. Das ist so ein AB-Wheel oder App-Wheel, keine Ahnung. Und das kann man dann so Übungen machen, ja. Seht ihr das? So sieht's aus. Und ich meine, für 5 Euro kann man glaube ich, nichts falsch machen, um das mal auszuprobieren. Das habe ich mir bei TK Maxx noch mitgenommen, wie gesagt. Und das Beste zum Schluss, Leute. Wenn ich bei TK Maxx bin, muss man natürlich bei den Kerzen schauen. Anders geht es ja gar nicht. Und da habe ich heute eine Kerze entdeckt. Die musste einfach mit. Ich gehe mal wieder so, dass ich besseres Licht habe. Das ist eine große Kringelkerze. Die sieht so aus. Das ist Vanilla Lavender und das riecht wirklich gut. Obwohl ich verschnupft bin, konnte ich den Geruch wahrnehmen. Normalerweise kostet diese große Kerze 24 Euro. Bei TK Maxx gab es die für 18. Und ich finde die wirklich gut und ich mag Kringelkerzen super, super gerne. Das ist jetzt meine zweite. Die erste habe ich mal gerade rausgekramt. Die habe ich schon eine längere Zeit. Und die ist trotzdem mein absoluter Favorit. Die ist auch ein bisschen kleiner. Die hat aber trotzdem 17 Euro gekostet. Und das ist Fresh Baked Bread. Und Leute,
Ich liebe, liebe diesen Duft. Es riecht wirklich nach frisch gebackenem Brot. Und es riecht original nach frisch gebackenem Weißbrot, muss ich ergänzen. Und es riecht original wie das von meiner Oma. Oh mein Gott, ich liebe den. Und ich werde diese Kerze vermutlich niemals abbrennen lassen, weil ich diesen Duft einfach so liebe. Wirklich. Also wenn ihr bei TK Maxx seid und Duftkerzen liebt, schaut auf jeden Fall mal da vorbei, ob sie bei euch auch gibt. Oder generell schaut euch mal die Kringle-Kerzen an. Ich finde die Aufmachung, die Qualität und alles super. Preislich liegen die so wie bei den, wie die Yankee Candles. Und ja, werde jetzt mein ganzes Zeug hier wegräumen. Was ich euch auch noch fragen wollte, ich möchte ja so ein bisschen umdekorieren. Und ich habe hier momentan auf meinem Tisch ein bisschen Chaos, aber um das Chaos geht es nicht. Und zwar habe ich hier so einen weißen Porzellanteller vom Ikea mit so Kerzen. Und diese Kerze hat meine Eltern mir mitgebracht aus dem Urlaub. Die ist eigentlich ganz süß. Und die steht jetzt erstmal hier, weil ich noch keinen anderen Platz hatte. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob es besser aussieht, in den Teller es zu lassen oder es vielleicht in diese Glasschale reinzulegen. Vielleicht noch mit ein bisschen Deko oder so. Da kommen wir halt wieder auf das Thema zurück, was wir vorhin schon im Auto hatten mit dem Osterdeko, ja, nein, Frühjahrsdeko. Oder ist das halt noch zu früh? Weil der ist mir eben irgendwie in die Hände gesprungen und dann dachte ich so, vielleicht passt das ja. Weil irgendwie finde ich das cool, aber irgendwie gefällt mir das auch nicht, weil ich nicht, was ich machen soll. Naja, ist ja auch alles nicht so wichtig. Es gibt viel wichtigere Themen auf dieser Welt. Ich werde jetzt das ganze Chaos mal wegräumen und werde für heute mir auch mal meine Stimme schonen. Denn ich habe ganze Zeit so ein Kratzen im Hals und eigentlich waren meine Halsschmerzen weg, aber irgendwie, naja, wir wollen alles nicht übertreiben. Ich habe auch so ein bisschen verheulte Augen, weil eben bei dem Hustenanfall sind mir so die Tränen gekommen. Ich habe gedacht, ich komme gar nicht mehr klar. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle von euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schauen werdet. Und dann sehen wir uns einfach mal im nächsten Vlog. Macht's gut. Ciao.